Ich habe mir nach 5 Jahren mal wieder ein neues Smartphone gegönnt und welches ich mir denn gekauft habe und wie ich dieses finde, das verrate ich heute in diesem Video. Aber ein kleiner Disclaimer noch vorweg, das hier wird kein Review, davon gibt es zigtausende hier auf YouTube und damit wurden ja alle Disclaimer disclaimed und dann würde ich sagen, legen wir los. Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Michi und ich bin Hobbyfotograf aus Leidenschaft. Vielleicht noch kurz vorweg, ich habe mir die Mühe gemacht, alle Brennweiten von Vollformat auf APS-C umzurechnen, weil ich habe ja hier eine APS-C Kamera. Ja, also das, was ich eigentlich hier ständig mache. Aber das ist Thema für ein anderes Video und ja, dann würde ich sagen, legen wir jetzt aber wirklich los. So, und hier ist das gute Stück und ja, ich hätte es putzen sollen. Das Xiaomi 13 Pro und ihr seht jetzt hier mal die Spiegelung von meinem Monitor. Ja, wow. Und natürlich das Highlight hier, die Leica Kamera. Ja, und es ist einfach riesig, wenn ich es jetzt mal hier vergleiche mit meinem BlackBerry und ja, auch vom Gewicht her macht man auch einen deutlichen Unterschied. Mein BlackBerry kommt mir jetzt ja total leicht vor. Ja, die Daten möchte ich jetzt eigentlich nicht runterraten, vielleicht nur ein paar kurze Punkte. Wir haben hier den neuesten Snapdragon Prozessor, das Android bzw. Mi 14, also das ist quasi von Xiaomi die Android-Version. Wir haben hier ein AMOLED-Display mit WQ-Auflösung. Wir haben, ich meine, knapp 6,7 Zoll-Display. Anfangs habe ich mir nämlich überlegt, mir eine richtige Kamera zu kaufen, denn ich möchte ja in Zukunft Fotobox machen und euch dort einfach auch zeigen, was ich denn so für Einstellungen an meiner Kamera vornehme. Ja, eine zweite X-T5 kaufen wollte ich mir jetzt eigentlich nicht, weil diese kostet ja, obwohl sie im Preis gefallen ist, mit ungefähr 1800 Euro doch noch immer sehr viel. Nein, ich habe da eher an sowas gedacht wie die X-T30 Mark II, die so um die 900 Euro kostet. Ja, aber 900 Euro ist ja jetzt auch nicht gerade wenig Geld. Und ich habe mir gedacht, für dieses Geld könnte ich mir doch eigentlich auch ein Smartphone kaufen. Und ja, dann habe ich ein bisschen rumgeschaut und wie es der Zufall so will, hat es mir genau dieses Smartphone in der Werbung bei YouTube angesehen. Ja, das erste Mal, dass es mir was Gescheites in der Werbung angezeigt hat. Und dann auch noch ein Produkt eben, was ich mir dann letztendlich auch noch gekauft habe. Ich wollte mir noch ein 33 mm kaufen von Wiltrox. Das wären jetzt eben, wenn ich nochmal auf die Kamera zurückkomme, diese X-T30 Mark II. 900 Euro plus 300 Euro mit dem Wiltrox Objektiv. Das sind 1200 Euro. Und da bin ich ja schon fast bei dem Preis, was ich für das gezahlt habe. Beziehungsweise ich habe sogar ein bisschen weniger gezahlt. Ich habe hier jetzt gezahlt für die Pro-Version 1176 Euro. Beziehungsweise ich habe eine 0% Finanzierung gemacht. War jetzt auch das erste Mal, dass ich jetzt eine Finanzierung gemacht habe. Aber ich habe mir ja eh schon mal ausgerechnet, weil ich wollte ja eigentlich die X, oder ich habe mir mal anfangs überlegt, ob ich mal die X-T5 finanziere. Und davon musste ich eben, ja, 200 Euro, das geht. Und jetzt sind es eben knapp 200 Euro, die ich jetzt für dieses Smartphone eben monatlich zahle. Ja, und dann kommen wir zur Kamera. Und was hier echt krass ist, wie ich finde, diese Linse besteht aus 8 Elementen. Zum Vergleich, mein Weitwinkelobjektiv, das ich jetzt hier drauf habe, besteht auch aus 8 Linsen.
Das ist aber so groß. Und diese kleine Linse ist so groß. Also finde ich echt wirklich krass. Oder hier bin ich echt fasziniert, wie Leica das nur geschafft hat. Ja, in den ganzen Reviews und Testberichten habe ich eben schon erfahren, dass hier nicht nur Leica draufsteht, sondern auch Leica drin ist. Und davon konnte ich mich jetzt auch überzeugen. Und ja, es ist so, hier steht nicht nur Leica drauf, hier ist auch Leica drin. Ich habe dann gestern schon ein bisschen hier Vergleichsbilder gemacht. Also ich habe gegen die Sonne fotografiert und da merkt man die Schwächen von einer Smartphone-Kamera mit einer variablen Blende. Bei meiner XT5 habe ich einfach die Blende geschlossen und das Bild war einfach, ja, richtig belichtet. Und hier auf dem Smartphone war es halt einfach total überbelichtet und es ist alles abgesoffen. Vor allem auch der Himmel ist abgesoffen. Und also kein Vergleich eben zu einer, ja, richtigen Systemkamera mit richtigem Objektiv. Aber dazu werde ich noch ein separates Video machen. Ja, wir haben hier insgesamt 4 Kameras. Wobei ich sagen muss, zur Selfie-Kamera kann ich gar nicht so viel sagen. Ich bin nicht der Typ so für Selfies und so. Aber ich meine so 34 Megapixel. Aber wie ich jetzt auch schon bereits gehört habe, soll die nicht so gut sein. Auf der Rückseite haben wir dann die 3 eben Kameras von Leica. Einmal ein Ultra-Weitwinkel mit 9 mm, eine Hauptkamera mit 33 mm, also genau das, was ich mir ja mit der Wildrox kaufen wollte, die Brennweite 33 mm und dann noch eine Tele-Brennweite mit 50 mm, beziehungsweise wir können hier auch zoomen. Ja, und was ich cool finde, man kann hier auf Pro schalten und dann habe ich die gleichen Einstellmöglichkeiten wie an meiner Fujifilm-Kamera. Ich kann ISO, Blende und Verschlusszeit, beziehungsweise bei Blende bin ich mir gar nicht sicher, wie das denn funktionieren soll, weil es hat ja keine variable Blende. Ja, aber kann ich hier einstellen? Ich hoffe, man kann das hier erkennen. Ja, also finde ich echt cool und was ich auch cool finde, die Daten sind in RAW und ja, genau, da kommen wir auch schon auf was. Es hat nur USB-C 2.0 und heißt nicht jede 3.2, ist glaube ich das neueste, nicht so schnell auf dem Computer, also um Bilder zum Beispiel auf dem Computer zu tun, aber ich habe hier, oder beziehungsweise ich habe hier Lightroom auf dem Handy, oder ich kann also quasi meine RAWs, die ich hier mache, gleich in Lightroom bearbeiten und muss das gar nicht an meinem PC machen. Ja, und ja, also irgendwann mache ich es natürlich, aber da ist, oder beziehungsweise mir ist das eigentlich egal, wenn es länger dauert. Also ich meine, wenn ich hier meine Fujifilm-Bilder oder auch Videos mache, das dauert. Also ich bin es gewöhnt und deswegen finde ich es eigentlich jetzt nicht so dramatisch, dass das noch eben hier 2.0 hat, weil USB-C und seid so lieber froh, dass USB-C ist. Weil zum Beispiel mein Ladegerät für meine Sony-Akkus hat noch kein USB-C. Ich habe mal eine Sony-Funkstrecke, hat kein USB-C. Meine Maus, die ich habe, hat kein USB-C, also ja, keine Ahnung. Also ich bin froh, dass es USB-C hat und so langsam geht es auch nicht. Und ja, wie ich bereits gesagt habe, ich kann hier meine Bilder gleich bearbeiten in Lightroom und dann sind sie eh in der Cloud und dann sind sie eben in Lightroom und dann kann ich sie am Computer hier in der Cloud oder von der Cloud weiterhin bearbeiten und dann auf meinen Computer speichern. Und wenn ich dann immer noch möchte, dass die JPEGs auch auf dem Computer habe, dann ziehe ich mir die halt doch mal rüber. Und
Ich kann ja in der Zeit auch was anderes machen. Ich kann zum Beispiel mein Essen warm oder was essen. Ich kann mir ein YouTube-Video angucken. Ich kann, ja, Essen vorbereiten. Ich kann, keine Ahnung, andere Dinge machen. Ja. Ja, und hier habe ich natürlich 3 verschiedene Brennweiten. 9 mm Ultraweitwinkel finde ich echt krass. Ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt 9 mm gibt, Objektive. Also ich kenne nur von Fujifilm das 8 bis 16 mm und das ist mit 1700 Euro eigentlich schon fast unbezahlbar. Ja, und wir haben hier ja auch 33 mm. Das war ja genau die Brennweite, die ich mir kaufen wollte und die habe ich hier drin. Also quasi habe ich mir jetzt das Geld gespart für das Objektiv. Ja, und das Teleobjektiv hat ja 50 mm, also eigentlich quasi ein perfektes Porträt-Brennweite. Und man kann ja auch Porträt einstellen, heißt, dass man ein schönes Bouquet hat. Das wird, denke ich mal, mit Software hier reingerechnet und so. Und ja, man kann natürlich auch digital zoomen. Es gibt auch die Möglichkeit von Super Makro und wow, echt, bin ich echt erstaunt. Ich hatte ja an meiner Sony ein Makroobjektiv und ich weiß, was man mit einem Makroobjektiv für Bilder machen kann. Aber das, was ich hier machen kann, das ist wirklich faszinierend. Echt klasse und ja. Aber ich mache noch einmal einen Vergleich hier zwischen diesen Linsen und meinen Linsen. Das Ganze wird natürlich nur ein bisschen schwierig, weil ja, bis auf die Porträtobjektiv, also ja, ich habe ein 56 mm, kein 50 mm, habe ich eigentlich nichts. Ich habe kein 33 mm und ich habe kein 9 mm. Ja, muss man schauen, wie ich das mache, aber da wird auf jeden Fall noch ein Video kommen, wo ich dann auch vergleichen oder euch Vergleichsbilder zeige und ja. Ja, dann kommen wir zum Fazit und ich bin echt überrascht über dieses Smartphone und auch über diese Qualität von den Bildern, das dieses Smartphone macht. Also sprich, hier steht nicht nur Leica drauf, hier ist auch wirklich Leica drin. Und da bin ich echt fasziniert davon. Und dann auch noch die Geschwindigkeit. Zum Vergleich bei meinem BlackBerry, wenn ich da Lightroom Bilder abgespeichert habe, dann hat es erstmal ewig gedauert. Hier warte ich ein paar Sekunden und die Bilder sind abgespeichert. So, das war es schon wieder für heute. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Michi. Peace and out. Out.